Einen schönen guten Tag zusammen, willkommen zurück zu Oxygen Not Included. So, und ich habe eine ganze Weile, also ihr kennt das ja eigentlich von mir, eine ganze Weile noch nebenbei so ein bisschen gespielt, denn das war so anstrengend. Ich habe nachher auch, ich musste noch einmal über, ich weiß nicht, über 10, 15 Zyklen nochmal zurückspringen, weil mir, wie gesagt, mir sind nachher wirklich die Hände gebunden gewesen und da musste ich erstmal so ein bisschen sehen, wie ich da aus der Nummer wieder rauskomme. Jetzt sind wir momentan wieder ein kleines bisschen safer mit dem abgesehen von der Tatsache, dass uns hier wieder ein bisschen Strom fehlt. Ah, warum haben wir denn hier wieder das Problem? Wir gehen mal hier kurz auf Prio 8. Und ich habe eine ganze Menge gebaut. Ihr seht hier, warum ist denn das schon wieder vollgepieselt? Das verstehe ich immer nicht. Ich gebe immer, achso, das ist schon, hä? Unerreichbar? Wieso unerreichbar? Das verstehe ich auch hier nicht. Zum Beispiel, hier zeige ich dir mir an, unerreichbare Baustelle. So, das willst du mir mal erzählen. Die kommen hier durch. Ach so, ja, ich weiß schon. Ich weiß schon, wo das Problem liegt. Ich habe nämlich so ein bisschen rumexperimentiert. Ich wollte die hier eigentlich, diese Türen, die wollte ich eigentlich so schalten, dass die Duplikanten auf jeden Fall, wie sollten die eigentlich da durchkommen? Ich Trottel. Wie sollten die da eigentlich durchgehen? So, ich mach die erstmal wieder komplett auf. So. Jetzt müssten sie eigentlich durchkommen. Jetzt geht das, glaube ich. Ach, guck mal, jetzt sind die ja auch weiß. Vorher waren die grau. Das ist mir noch nie aufgefallen. Eben waren die so ein bisschen mattiert und jetzt sind die halt richtig weiß. Okay, das heißt, die können jetzt auch da durchlaufen. Die folgende Idee war nämlich, ich wollte hier diesen Erzreiniger eigentlich reinsetzen. Kolonie benötigt. Ah, Nahrungsmangel. Ja, da müssen wir auch schon wieder bei. Na, ist egal. Hier wollte ich einen Erzreiniger reinpacken und das dann so steuern, dass die quasi hier längs laufen müssen, um zum Lager zu kommen. Also, dass sie hier diese Leiter benutzen müssen. Aber das funktioniert so noch nicht. Das funktioniert natürlich nur, wenn ich hier denn zum Beispiel Türen oder sowas reinsetze, dass sie hier so einen Umweg laufen. Damit sie halt über den Erzreiniger erst zum Lager kommen, damit sie halt eben Erz reinigen können. So, macht ja Sinn. Denn wir haben hier nämlich überall noch Chlor. Hier oben hatte ich Wasserstoff und Kunststoffdioxid. Kunststoffdioxid habe ich hier übrigens auch noch weiter gebaut, beziehungsweise hier war ja alles voller Kohlenstoffdioxid. Da habe ich kurzerhand hier mal ein paar Pumpen hingesetzt, ein paar Luftpumpen, damit wir hier in diesem kleinen Miniraum Kohlenstoffdioxid wegfiltern können, damit eben das, was wir, nicht, dass sich das nachher nach oben staut und damit das Kohlenstoffdioxid, was wir hier oben haben, wieder ein bisschen nach unten sackt. So, nach wie vor haben wir natürlich das Problem der Alge, das heißt, wir haben wenig Algen. Nach wie vor möchte ich eigentlich hier so ein bisschen was machen, dass wir wieder ordentlich Schleim abbauen, damit wir genauso wie hier, damit wir hier ordentlich Schleim, aus Schleim dann halt Algen gewinnen können. Und das nächste Problem, was uns dann nämlich erwartet ist, ihr seht es hier, Schutzanzugschmiede, wir brauchen dafür Kupfererz, 300 Kilo und zweimal Schilffaser. Schilffaser ist nicht das Problem, das kriegen wir so direkt aus der Natur so rausgezogen, das ist nicht so das Problem. Das Problem ist Kupfer. Wir haben kein Kupfer mehr. Ihr seht es jetzt hier. Gut, jetzt haben wir 600 Kilo. Das würde also theoretisch für zwei Anzüge reichen. Vorher hatte ich aber null. So, und das Problem ist, wo soll ich hier Kupfer herholen? Ich könnte, hier habe ich noch veredeltes Metall, richtiges Kupfer. Ich weiß nicht, das nimmt er wohl nicht. Uns fehlt also Kupfererz. So, und Kupfererz, wir haben kein Kupfererz. Das heißt, ich bin jetzt gerade dabei, das seht ihr zum Beispiel hier oder da, dass ich so die ganzen Bauteile, auch so wie hier, diesen Handdesinfiziere, das waren alles vorher Kupferbauteile, die habe ich teilweise abgerissen, damit wir das Kupfer rausgewinnen können und baue das dann halt stattdessen aus Eisen. So war eigentlich so mein Plan, damit wir wieder so ein bisschen an Rohkupfer kommen sozusagen. Und jetzt haben wir hier momentan wieder das Problem. Wir sind auf 34.000, im Prinzip schon auf 34.000, aber auf 34 Tonnen Kohle sind wir runter. Ah, wir haben ein paar Eier, die müssen wir auch mal wieder einsammeln. Oh, ist das ein Elend. Hier ist auch alles voll dieser Blobster. Hatte ich eigentlich schon die Priorität hier bei unserem Jäger, bei Nikola, eigentlich schon höher gesetzt. Oder die scheinen ihn aber auch nicht wirklich zu jucken. So, jetzt müssen wir einmal kurz gucken. Ich will mal schauen, dass wir hier mal die Priorität, das geht mir so ein bisschen auf den Zeiger. Ah, wir müssen hier wieder ein bisschen was tun. Warte mal, Prioritäten, wir gucken mal bei unserem
Koch, der soll eigentlich kochen. Der soll kochen. Der hat alles andere. Ja, yeah, kochen. Bob. Bedienen. Sonst hat er hier alles, ist alles neutral eigentlich. Eigentlich alles neutral. Pass mal auf, wir gehen mal hier überall, wo er grau ist oder weiß ist. Da gehen wir über mal eine Nummer runter. Was hat er hier? Graben. Gehen wir auch mal ein bisschen runter. Bauen. Ja, lassen wir mal neutral. Bedienen. Ja, lassen wir auch erstmal neutral. Ah, siehst du, hier habe ich es reingesetzt. Hier haben wir... Hier habe ich Kampf auf Priorität. Ich habe selbst dafür Viehfarm selbst einen runtergenommen, damit er tatsächlich diese Viecher hier tötet. Das macht er momentan einfach nicht, warum auch immer. Und wir müssen echt sehen, dass wir eben so ein bisschen prioritätstechnisch, dass wir hier ein bisschen was machen. Guck mal hier. Da, wat. Warum macht er das? Warum macht er Essen? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Warum macht er Essen? Warum kocht er? So, ich mach die mal überall auf Minus. Meine ist natürlich gefährlich, aber zumindest kann ich die nicht ausixen. Wenn ich die ausixe, dann machen sie es wahrscheinlich gar nicht. Aber so kann ich die Priorität ein bisschen runterschrauben. Ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht. Wenn ich hier sage, doppelte Prio, Nikola, mach. So, dann sollte er das eigentlich priorisieren. Dann sollte er die Viecher eigentlich alle umnieten. So. So, da haben wir einmal das. So, dann gehen wir einmal auf Prio. Hier sind wir auf 9. Das können wir mal runterschrauben auf 7. Ich habe momentan sehr vieles auf 7 gesetzt. Teilweise sogar, guck mal, warum ist das auf 5? Auf 9. Also auf 5 möchte ich das haben. Das ist auf 5 und das andere ist auf 9. So, das kann auch mal auf 5. So, Kühlschrank hatte ich auf 6. Dann hatte ich Belüftung. Die hatte ich ja auch auf 7. Das kann eigentlich auch mal auf 5 wieder zurück. Das kann man wieder zurück. Die können alle auf 5 zurück, weil hier sind ja überall schon Leichen drin. Ein Glück. So, dann haben wir hier ein Prio 9. Dann machen wir mal Prio 6 draus. Dann machen wir auch Prio 6 draus. So, die neutralisiere ich alle mal wieder ein bisschen auf 5. So, hier haben sie zwar 9, aber da können sie noch nicht ran. Die neutralisiere ich auch erstmal. Die kann ich eigentlich mal komplett... Das werde ich auch mal komplett wegnehmen. Eigentlich brauche ich das nicht. Momentan nicht. So, das haben wir auch mal raus. Hier wollte ich eigentlich einen Schlafsaal bauen, einen dritten. Das ist natürlich anhand des Nahrungsmangels natürlich momentan so ein bisschen... naja... So, da haben wir 7. WCs ist alle 7. Das können wir mal auf 6 zurückziehen. Das brauchen wir so nicht. Die habe ich auch alle auf 7 gemacht, damit die rechtzeitig ja, geleert werden, gesäubert werden. Prio 7. Das ist alles Prio 7. Da kann eigentlich auf 5. Der kann auch auf 5 bleiben. Die hatte ich, glaube ich, nur deswegen auf 5 gesetzt, damit sie dann halt dieses Bleichsteinzeugs da reinpacken. Das ist schon richtig. Hier müssen wir wieder die Temperatur reinkriegen. Hier haben wir 9, das reicht. Der ist gebaut, das ist gut. Das heißt, hier müssen wir eigentlich die Temperatur wieder senken können, hier in dem Raum. Düngung, Wachstum gestoppt. Körpertemperatur, Düngung. Atmosphäre, Körpertemperatur. Es ist zu warm hier. Also klar, natürlich ist es zu warm hier dran. Wir müssen hier einmal durchlüften. Das ist hier einmal durchziehen. Eigentlich, warte mal kurz, wo haben wir das denn hier? Jetzt zieht momentan normal Luft rein. Okay, hier wird es dann durchgekühlt, wird dann eigentlich zurückgeleitet. Das ist schon richtig so. So soll das eigentlich sein im Idealfall. Hier sieht man das auch, hier wird dann halt ein Mischmasch rausgehauen. Hier haue ich zwar nachher, man sieht man ja hier wieder ein bisschen Chlor raus, aber das müssen wir dann mal so wegfiltern. Hauptsache ist eben, dass wir hier Kohlenstoffdioxid... beziehungsweise Kohlendioxid, dass wir das rausfiltern, damit das eben aus der Basis rauskommt. So, da läuft momentan nichts. Achso, da läuft jetzt... Okay.
Ja, da müssten wir eigentlich nochmal Kohlenstoffdioxid rausfiltern. Das wäre vielleicht gar nicht so doof, dass wir das hier direkt rausfiltern. Zumindest Kohlenstoffdioxid, der Rest kann ja durchgehen. Aber Kohlenstoffdioxid ist jetzt auch nicht so prall. Das werden wir mal machen an der Stelle. Da werden wir mal ein bisschen rein operieren. Gasleitung. So, dann ziehen wir das erstmal raus. Machen wir auch wieder auf 9, damit das ratzfatz hier läuft. Dann können wir bei der Gelegenheit eigentlich das Ding hier auch mal zerlegen, deaktivieren, zerlegen, abbrechen. Ja, gut, zerlegen, abbrechen machen wir auch mal auf 9. Dann können wir das gleich in einem Zuge hier machen. Nahrungsmangel, ja. Dann bauen wir das jetzt einmal ab. Baut doch das auch mal ab hier. So, dann machen wir einmal das. Dann sagen wir einmal Lüftung. Da brauchen wir einmal die Gaspumpe. Da ziehen wir uns mal. So, das ist nochmal Kupfer. Das wollen wir natürlich nicht, sondern wir einmal Gold oder Dingszeugs. Was ist das hier? Eisenerz. Nehmen wir Goldamalgam. Goldamalgam. Bauen wir den Goldamalgam hin? Haben wir wieder ein bisschen Kupfer gespart. So, haben wir das auch mal, haben wir auch auf 9 gesetzt. Gut. Da haben wir eine Goldpumpe. Ne? Dekadenz. So, 641 Kilo Algen ist natürlich nicht der Hammer. Dafür 643 Schleim. Hier sind wir schon in der Produktion von Schleim, von Algen. Das ist gut. So, wir gehen mal kurz in Berufe rein. Berufe. Was brauchen wir denn? Wir haben Minenarbeiter, Architekt läuft momentan. Zur Konstruktion. Das ist okay. Wissenschaftler ist in Ordnung. Koch ist ein Künstler brauchen wir. Ein Künstler. Einen Künstler. Landwirtschaft, bauen, Reinigung. Nein. Und tschüss. Alles wieder auf Null. Los geht's. 641 Kilokalorien, wird jeder eine Nuss hier. Düngung fehlt. Ja, Dünger fehlt. Das heißt, wir müssen Dünger abbauen. Dünger kriegen wir eigentlich auch durch Kompost. Muss umgegraben werden. Ja. Was haben die für eine Prio? Ja, die müssen wir auch auf 6 mal setzen. Das nutzt ja alles nichts hier. Da wird natürlich alles. Das Problem ist natürlich auch, wir haben zu viel, generell zu viel Prio drin. Ich muss mir da nochmal irgendwie eine Strategie nochmal einfallen lassen, wie wir das am günstigsten machen. Entweder machen wir das über die Prioritäten, verwalte die Auftragsprioritäten der Duplikanten, oder wir machen das tatsächlich über die Prios direkt an den Geräten. Aber wir können natürlich auch mal schauen. Forschung, Landwirtschaft, pflegen, ernten, entwurzeln, wenden, fabrizieren. Wenden. Wenden, damit meinen Sie ja garantiert. Wenden, da meinen Sie ja garantiert Landarbeiter. Landwirtschaft, den machen wir mal auf Max. Haben wir so vorher noch gar keinen auf Max gehabt. Wir gucken das einmal kurz durch. Das wollte ich sowieso mal tun. So, der Koch, bla 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 bla. Das hatten wir alles schon priorisiert. Der Viehzüchter soll einmal kämpfen. So, den mache ich jetzt auch auf Max. Ich meine, anscheinend juckt ihn das sowieso nicht. Also, es ist von daher eigentlich auch egal. Lebenserhaltung, Lufterfrischer, Wasserfilter, Kolonie, ah, okay, Algen, Terrarien, Lufterfrischer. Müssen wir mal gucken, wer hier Reinigung macht. Ich glaube, das macht der Platzwart. Platzwart macht das, glaube ich. Reinigen etc. pp. Gucken wir gleich. So, Lebenserhaltung können wir lassen. Ne, den können wir mal ein bisschen Minus machen. Was haben wir hier? Umschalten. Umschalten soll er eigentlich auch nicht so wirklich machen. Betreuung. Verletzte Duplikanten lassen wir mal. Kunst? Na, sowieso nicht. Kann ja sowieso keine Kunst. Bedienen machen wir mal. Lassen wir auch mal neutral. Landwirtschaft lassen wir neutral. Bauen lassen wir neutral. Graben lassen wir neutral. Versorgung lassen wir auch neutral. Lager lassen wir neutral. Bunny ist ein Ingenieur. Das heißt, er ist hauptsächlich zum Bedienen da. Bedienen machen wir auf Max. Forschung brauchen wir natürlich nicht. Genauso wie hier
Brauchen wir auch nicht zum Forschen. Was waren wir jetzt hier? Lebenserhaltung. Lufterfrische lassen wir nochmal drin. Ach, können wir sogar ein bisschen Prio geben. Umschalten lassen wir ein bisschen Prio. Betreuung. Ach ja, das war ja die Geschichte. Okay, lassen wir mal neutral. Reinigung. Lassen wir mal kochen. Auf Minus. Kunst geht nicht, Forschung geht nicht. Bedienen ist okay. Landwirtschaft lassen wir neutral. Viehfarmen, das geht sowieso nicht. Bauen lassen wir neutral. Das ist in Ordnung. Versorgung lassen wir auch neutral. Lager lassen wir mal. Landarbeiter, Lebenserhaltung. Ja, lassen wir mal neutral, weil das sind immer so Geschichten, da müssen mal mehrere raufgucken, um die zu versorgen. Das nützt ja alles nix. So, Betreuung, das war das. Reinigung, Kunst, ist sowieso der Künstler für zuständig. Forschung, nein. Bedienen, ja, lassen wir erstmal neutral. Landwirtschaft war auf Max. Viehfarm setzen wir mal Minus. Der kann eigentlich auch Viehfarm auf Minus setzen. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. So, bauen lassen wir neutral. Graben lassen wir neutral. Versorgung lassen wir neutral. Das lassen wir auch neutral. Depriorisiere alle Aufträge für Harold. Okay. Platzwart. Der muss ja reinigen. Lufterfrischer, den machen wir nochmal auf bisschen mehr hier. Umschalten. Ja, lassen wir mal neutral. Betreuung lassen wir mal. Reinigung machen wir auch mal vielleicht ein bisschen mehr. Kochen, nö. Kochen auf Minus. Ja, sonst machen wir hier auch mal auf Minus. Obwohl es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn der eine oder andere, der kochen kann, dass wir das vielleicht mal so ein bisschen hochpriorisieren. Ja, lassen wir das mal. So, Kunst, nö. Forschung, auch nö. Bedienen, ja, lassen wir mal neutral. Landwirtschaft lassen wir mal, obwohl da könnte er vielleicht ein bisschen was kriegen. Vielleicht kann er ja ein bisschen Dünger oder sowas schleppen. So, also bauen, das lassen wir. Graben lassen wir. Versorgung, Lager, das hatten wir auch schon ein bisschen priorisiert. So, das ist unser Bauer. Lebenserhaltung. Ja, gut. Er ist ja nicht immer am Bauen. Umschalten machen wir auch mal ein bisschen Prio. Reinigung lassen wir mal. Kochen machen wir mal Minus. Forschung nix. Kunst könnte man natürlich machen. Ich mache das mal neutral. Weil er könnte zumindest Kunst. Er könnte es zumindest. Auch der Landarbeiter könnte eigentlich ein bisschen Kunst. Weißt du was? Wir machen das mal ein bisschen. Oder wir machen das auf ein bisschen Minus. Wir machen das mal sonst mal ein bisschen Minus. So. Bedienen. Bedienen Landwirtschaft. Architekt. Na, machen wir mal eher Minus. Viehfarm Xen. Bauen ist Priorität. Graben. Könnte ein bisschen machen. Da hat er zwar Fähigkeit 0, aber lassen wir mal. Versorgung lassen wir auch. Lager lassen wir auch. Obwohl, wenn er baut. Nein, dann baut er ja einfach nur. Das ist ja wurscht. Lauf, Bursche. So, der soll transportieren. Lebenserhaltung lassen wir neutral. Reinigung lassen wir auch neutral. Kochen soll er gar nicht. Kunst soll er nicht. Forschung soll er nicht, obwohl er es könnte. Bedienen, ja. Nehmen wir mal ein bisschen mehr. So, da vielleicht noch ein bisschen. Nach machen wir auch ein bisschen. Viehfarmen braucht er nicht. Bauen braucht er nicht. Graben braucht er nicht. Versorgung machen wir mal beides. Lager und Versorgung machen wir ein bisschen als Laufbursche. So, Minenarbeiter, dann haben wir nochmal Lebenserhaltung. Können wir alles neutral lassen. Ich meine, es ist gar nicht so verkehrt, wenn wir vielleicht den einen oder anderen Duplikanten haben, der vielleicht die Arbeit auch mitmachen könnte. Auch wenn sie überall fast weiß ist, hier und da mal grau. Mit Fähigkeit 0, ja gut, vielleicht ein bisschen. So, Reinigung, Betreuung, umschalten. Können wir erstmal lassen, Betreuung. Ja, machen wir vielleicht mal Minus rein. Obwohl hier überall könnte man eigentlich auch Minus reinsetzen. Hier also ein Level runtersetzen.
Forschung brauchen wir. Könnte sie zwar, aber machen wir nö. Bedienen. Ja, machen wir mal ein bisschen. Landwirtschaft, Minenarbeiter lassen wir neutral. FIFA machen wir auf X. Bauen lassen wir mal neutral. Versorgung, Lager lassen wir auch alles. Forschung, hier haben wir natürlich Forschung, Forschung, Forschung. Wo ist die Forschung? Forschung, zack. Soll natürlich höchste Prio haben. Lebenserhaltung lassen wir neutral. Das lassen wir alles neutral. Reinigung. Ja, komm, nehmen wir mal ein bisschen nach oben. Da kann er noch ein bisschen mithelfen, was Reinigung angeht. Kunst mixen wir aus. Bedienen lassen wir auch mal so. Landwirtschaft lassen wir so. FIFA mixen wir aus. Graben lassen wir neutral. Versorgung, Lager lassen wir neutral. So. Mal gucken, ob das vielleicht sogar ein bisschen was bringt. Ein bisschen Struktur reinbringen. Wahrscheinlich habe ich vielleicht das eine oder andere gerade falsch eingestellt. Da bin ich mir sicher, dass das naja in den Kommentaren steht. Aber da muss man sich ranfriemeln. 1600 Kalorien. Da müssen wir mal gucken, was ist hier. Ah, guck mal, jetzt geht er nämlich auch bei. Das ist sehr schön. Ja, 217 Kalorien, da müssen wir noch unbedingt schon was machen. Leeres Rohr. Ja, kann natürlich nur leer sein, wenn hier die Pumpe noch nicht durch ist. So, jetzt pumpen wir wieder durch. Jetzt wird wieder gekühlt. Aber hier haben wir Kohlenstoffdioxid. Ich will ja kein Kohlenstoffdioxid kühlen und weitergeben. Das macht natürlich gar keinen Sinn. So, Keime, Eigenschaften. Körpertemperatur, Atmosphäre, Kohlenstoffdioxid würde aber gehen. Das wäre nicht das Problem. Wir müssen noch runter. Eigentlich brauchen wir da... Warte mal, das brauchen wir gar nicht. Ich breche mal kurz ab hier. Ist also... Den Pflanzen ist es egal, ob der Kohlendioxid durchläuft. Hauptsache, das ist kühl. Mal gucken, ob hier die Temperatur runtergeht. Ah, es wird runtergehen müssen. Hier haben wir 48 Grad. Ah, ich will... So, was haben wir hier? Sauerstoff bei 18. Warum ist denn das hier schon wieder auf 48? Was? Hier pusten wir also um die 30 wieder rein. Na, das muss ein bisschen runterkühlen. Das wird wahrscheinlich auch wieder ein bisschen dauern. Wir könnten natürlich... warte mal, ich will mal 1-1 ausprobieren. Keuchwurz haben wir nicht mehr, schade. Schade, schade, hätten wir hier nicht noch Keuchwurz irgendwo rumfliegen. Da ist ein Keuchwurz. Kein Keuchwurz hier, Mist. Sonst hätte ich das nämlich sonst so gemacht, dass ich hier einen Keuchwurz hinsetze, hier vorne an der Ecke, dass er dann die kühle Luft schon anzieht, schon da runterkühlt und dass wir es hier ein bisschen einfacher haben. Aber hier geht's, guck mal. Da an der Stelle fruchtet das wieder ein bisschen. Es muss wieder ein bisschen durchlüften. Das dauert wieder einen Augenblick. Aber wir sind bei 0. Das ist natürlich, also hier bei 0. Das ist scheiße. Aber ich befürchte, wir haben da... Na, Kohle 32. Das geht hier oben lang. Wo haben wir denn... Hatten wir das nicht mehr hier auf den Generator nicht mal raufgepackt? Was soll das denn? Das ist natürlich Müll. Ah ne, hier ist es ja auch drauf. Guck mal, hier auf den Generator müssen wir rauf. Der hat aber Prio 7. Ja, gut. Ach Mann, ich möchte die nicht alle immer auf 8 setzen. Das ist echt... echt bescheiden. Das hat schon 8. 7, 7. So, die haben alle 7. Weißt du was, die machen wir mal auf 6 hier oben. Der ist jetzt nicht so wichtig. Die sind schon wichtig. Den setzen wir auch mal auf
Obwohl, den setzen wir auf 7 runter. 7, 7, 7, 7, 7, 7. 7. Der hat 7. Ah, oh, verhungern, das ist natürlich elend. Komm, dann müssen wir den mal erstmal auf 9 setzen, damit wir da Dampf raufkriegen, dass die. Dass das Essen an der Stelle so ein bisschen. So ein bisschen läuft. Und Pumpe. Keime. Ja, haben wir natürlich Keime im Wasser. Das ist natürlich doof. Aber wir können hier das auch nicht wirklich nehmen. Aber deaktiviere Autoreparatur. Zerlegen, abbrechen. Deaktivieren. Ich deaktiviere das uns erstmal. Machen wir auch mal auf 9. Zerlegen, abbrechen. Aber dass wir ihn erstmal ausschalten, dann nutzen wir eben halt nur den erstmal. Hier haben wir normale Flüssigkeit. Das sieht gut aus. Wir kommen momentan kein Wasser. Das ist das Problem. Wir müssen irgendwie nach Möglichkeit irgendwie irgendwann mal am besten so einen Wassergeysir finden. Das wäre natürlich optimal. So einen schönen fetten Wassergeysir, dass wir uns das Wasser hochpumpen können. Frisches Wasser. Und Krankenbetten habe ich nicht. Nahrungsmangel, doof. Verhungern, auch doof. Ah, da werden mir gleich schon wieder ein paar krepieren. Ich sehe das schon kommen. Oh Mann, ey. Hier kommt natürlich... Hier sinken die Temperaturen noch nicht schnell genug. In der Hoffnung, dass da die Temperatur doch schnell genug fällt, damit wir das hier noch irgendwie gewuppt kriegen. Hier oben, die Pflanzen, die sind auch in Gang. Das ist gut. Was haben wir hier? Omelette. Ah ja, haben wir ja auch genug. Da verstehe ich auch nicht, warum geht der da nicht bei? Da ist Strom drauf. Warum macht er kein Essen? Machen wir auch mal auf 9. Lass mal ein bisschen auf Essen kommen. 9. So. Ein bisschen Wasser holen. Machen. Ausführung. Da soll der Koch mal ein bisschen in Gange kommen. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, wenn wir unter Prioritäten sagen, so Koch. Koch! dass er eben nicht kocht. Ich meine, wir haben es priorisiert. Wir haben hier unseren Koch. Und wir haben ihm gesagt, so kochen. Maximal Dampf. So, das Einzige, was er jetzt... Und das andere, die sind, haben wir schon alle überall runtergedreht. Chefkoch. Dreckig, verhungert. Ja, wenn der wegfällt, dann haben wir Geburtstag. Weil dann haben wir nämlich keinen Koch mehr. Dann haben wir keinen Koch mehr. Das wäre äußerst bescheiden. Aber, ja. Algen 30 Kilo, das geht uns auch schon wieder zur Neige. Da sind wir auch schon wieder kurz vorm Ende. Dann machen wir weg. So. Da holen wir Wasser. Wo bleibt der Koch? Wo ist der Koch? Vitalwerte, Ernährung. Wo ist denn... Wo läuft denn unser Koch rum, sag mal? Berufe Prios. Wo ist denn der hin? Wegfindung zeigen. Ja, das bringt mir nichts. Kann man den nicht hier irgendwie... Ja, geil. Jetzt geht's nämlich los. Jetzt geht's los. Ach man, wo ist denn der Mistkerl? So, wie heißt er jetzt, der Knilch? So, das ist Turner. Okay. Turner, wo haben wir... Turner. Ach, der ist krank. Ah ja, das ist natürlich Geburtstag jetzt. Die krepieren mir jetzt alle. Die krepieren mir jetzt alle. Ja, ist schön. Geil. Verhungert. Ich glaube, das war's. So ein Scheiß. Ah, da habe ich mich wieder mal sehr zügig drum gekümmert. Okay, gut. An dieser Stelle machen wir erstmal ein kleines Päuschen. Unerreichbare Nahrung. Ja, an dieser Stelle machen wir erstmal ein kleines Päuschen. Ich werde sonst zur nächsten Folge erstmal sehen, dass wir den Koch erstmal ein bisschen... Guck mal, jetzt fängt er nämlich an zu kochen. Vielleicht ein bisschen früher aufpäppeln, dass wir wieder so, weiß ich, so 2, 3, 4 Zyklen wieder zurückspringen. Müssen wir mal gucken. Ich werde mir das mal anschauen, dass wir da vielleicht ein bisschen rechtzeitiger arbeiten. Das sind immer auch so Sachen, da fehlt mir einfach die Routine. Ich spiele das Spiel nicht jeden Tag und das ist manchmal ein bisschen nervig.
Aber naja, so ist das eben halt. Ich kann immer nicht jeden Tag Oxygen oder Included spielen. Und ja, wir müssen mal gucken. Wir müssen mal gucken, ob wir es noch irgendwie gerettet kriegen. Ansonsten müssen wir eben, wie ich schon sagte gerade, sonst wieder ein paar Zyklen zurückspringen. Schauen wir mal. Nun gut, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ja, trotz der ganzen Probleme, aber es ist dann halt so. Dann müssen wir durch. Lässt sich nicht ändern. Ohne Probleme wäre es ja auch zu einfach. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge Oxygen Not Included wieder. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.